das haben wir. Das heißt, ich kann jetzt einmal hier hingehen. Oder zumindest versuchen, da hinzugehen. Eine hilflose Seele ist da noch drin? Wo? Habe ich die übersehen? Da, ich hab's gesehen. Voll übersehen, ich hätte ihn einfach da sitzen lassen. Dieser hier scheint, hat gehört, bittet dich um deines Gewissens, ist dir dankbar. Ich hätte den einfach da sitzen lassen, ne? Der Arme. Wie stark die Schatten schrumpfen. Ich fühle mich angegriffen. Du sollst dich auch angegriffen fühlen. Genau darum geht es. Halt, Moment mal, aber was ist Licht ohne Dunkel? Viel glücklicher. Guck mal, ich glaube... Könnte man das schaffen? Ich probiere das einfach mal. Naja. Sieh dir diese Signalschüssel an. Ein schöner Orientierungspunkt. Ja, aber erstmal einsammeln. Voll auf die 12. Da hast du nicht viel übrig gelassen. Ja, komm, komm, komm. Komm, den kriegen wir doch. Ich kann halt gerade gar nichts sehen. Ja. Ich habe halt literally gar nichts gesehen. MS-Velo. Hallo, Mrs. Willow. Einen wundervollen guten Abend. Oh, komm schon. Selber eingefroren. Ha.
Immer schön durch die Beine. Okay, das gefällt mir. Du hast Schmerzen. Ach. Okay, der Große ist schon mal weg, das ist gut. Einer ist da unten. So, einen wundervollen guten Abend, Mrs. Willow. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hattest einen nicht allzu anstrengenden Arbeitstag. Das ist mehr als eine Fleischwunde. Marzipan, ja geil. Haut ruft er. Joa, Tanking, das ist gut. Wenn er ging, war er wenigstens nicht schlecht, ne? So, einmal gucken, ob ich hier irgendwas leerräubern kann. Reiß dich zusammen. Okay. Ich reiß mich zusammen. Geschichte ist nichts als eine Reihe von Ereignissen. Das hat sich gelohnt. Die Krallleisen sind schwer aufzubrechen. Kiesel verbessern. Wait, what? Wer ist jetzt schon wieder Kiesel? Dies ist eine Signal. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pong-Paddel korrekt ausrichten. Das passt. Rätsel. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Du hast ein Rotationsrätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Durch das Navigieren kannst du Ausrichtung rotieren, um Rätsel zu navigieren. Okay, ist das Rätsel gelöst? Bibidi piep piep, du hast eine Signalnachricht entdeckt. Eine was? Sieht mir aber da hinten auch aus wie eine Todeszone. Nur so ganz leicht, ne? Hä? Her.
Also richtig viel zum Looten ist hier nicht, obwohl mir gerade so viel angezeigt worden ist. Da komme ich halt nicht rein. Die Nachtzeit endet. Ja, ich glaube, dafür muss ich erstmal das andere machen, ne? Biogefahrzone. Ja, warte. Dieser Bereich ist biologisch kontaminiert. Ja, dagegen haben wir aber was. Da. Steht dir. Damit müssten wir jetzt bei 100% sein. Biogefahrenzone tut uns nämlich nichts. Los, fang ihn. Hui. Das ist Bionucleus 3F. Die Welt wäre besser dran gewesen, wenn diese Orte nie gebaut worden wären. Mhm. Bionucleus 3. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Mal gucken. Da draußen ist sein Kind sehr, sehr unzufrieden. Okay, auf dieser Seite geht's nicht lang. Guck ich mal, ob ich irgendwie auf der anderen Seite lang komme. Ich befürchte das auch nicht. Au, au. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Ich vergaß. Hoppala. Hoppala. Das ist jetzt ja doof. Dein Magen dreht sich. Hä? Ich hab doch. Normal, Rumpf. Ich bin noch bei 100%. Warum zählt er denn hoch? Das ist Bionucleus 3F. Die Welt wäre besser dran gewesen, wenn diese Orte nie gebaut worden wären. Ich frag mich halt, wo ich da reinkomme. Ah, lass mich raten, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier über die Wurzel. Kann das sein? Ansonsten sehe ich hier halt nichts. Da komme ich nicht hoch. Komme ich auch nicht lang. Also wir können uns hier mittlerweile frei bewegen. Das ist schon mal gut. Aber nicht gut genug. Los, fang ihn!
hier irgendwie ein Durchgang oder so? Nee. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, da komme ich so noch nicht hin. Kann das sein? Ja, eigentlich wollte ich ja auch hier hin. Lass mich doch zufrieden. Komm ich halt auch nicht rüber, ne? Nee, aber so könnte ich einfach nach rechts rüberlaufen. Nach Osten. Das müsste gehen. Der Domp-Außenposten, in Schuss gehalten vom Myriad-Stamm. Kann ich erstmal hier wieder... Probieren wir es noch einmal. Okay, so weit ist es jedenfalls nicht mehr. Ich glaube, das war der richtige Weg. Holzreste. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Das ist ein Unterschwimmer. Komplett ohne Besatzung. No. Los, fang ihn. Ein Unterschwimmer. Ja, dann. Sorgst du dich um die Tonnen von Gestein und Erde über dir? Nö, sollte ich? Da geht's nicht lang. Oh mein Gott, kann ich jetzt nicht mehr ertrinken? Ein Taucherhelm. Aber die Menge an Rüssen... Quest von Schlucker abgeschlossen? Hey. Wait. Was wohl da oben ist? Ja, das, wo wir herkamen.
das, wo wir herkamen. Aber wenn wir das jetzt von Schlucker gemacht haben, lass mich mal gucken, wo war der denn? Bist du Schlucker? Ja. Dann lass uns nochmal mit dem reden. Wahrscheinlich ist er eh wieder betrunken irgendwo, ne? Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber es geht darum, in die Soße zu tauchen, ohne gesoßt zu werden. Meint, du findest Noko im Ziegenstall, da, wo all die Ziegen sind. Sagt, der Baum des Lebens. Ihr seht euch. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen. Sagt, das war eine. Hey, das geht mir so auf den Sender und ich weiß nicht, was das ist. Tagebuch. Radioaktivitätsanzug. Oh Gott. Ey, wie viele Nebenquests haben wir denn bitte? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Das sieht mir hier auch so ein bisschen nach Biogrütze aus. Da kommen wir jetzt aber durch. Wir haben ja das eine Oberteil, mit dem wir da durchkommen.